haben wir beide. Ja, da lohnt sich 49 Euro. Die würden ohne Übertreibung sagen, sofort alle wieder anfangen. Wenn einer mich nachts um drei wecken würde, ich würde da wieder hingehen. Ich wäre hier wieder hergekommen. Hat er mir gezeigt, auf dem Computer bei ihm waren die drauf alle. Waren die auch groß gescannt? Das weiß man nicht. Ah ja. Der Beruf des Schiffbauers ist in der Theorie höchst interessant für einen Techniker oder für einen Ingenieur. Wenn sie nicht gerade auf dem Schnürboden gearbeitet haben, dann war das ein reiner Knochenjob. Hart, anstrengend und ein bisschen gefährlich. Schweißnähte aushobeln über Kopf, über Kopf schweißen. Und da ist die Schlacke der Brände reingefallen und dann ist sie hier reingeknallt im Bein. So, und da war es richtig verbrannt alles da, ne? Morgens um 6 angefangen bis abends 18 Uhr. War Nachtschicht, 18 Uhr bis morgens um 6. Man war jung verheiratet und man brauchte Geld. Mein Herz hängt immer noch an der Agewieser. Ich kannte hier auch Gott und die Welt, durch die Personalabteilung erstmal, ne? Durch die Kantinen draußen. Es war super, super. Es gab keinen Schreit und gar nichts. Ich muss aber auch dein Smartphone haben, da gibt es keine Karte. Ich kann ja holen. Ende August auf Montagabend stelle ich das erste Programm an, kam die Meldung, Krupp hat entschieden, die Werft zu schließen. Ja. Da habe ich nur gesagt, wie kann man so verlogen sein als Geschäftsführer von Krupp? Im August den Aufsichtsrat anlügen. Der kriegt doch zwei Schiffe rein, ihr könnt weiterarbeiten. Und drei Wochen später stellt er sich hin im Fernsehen und sagt, wir schließen die AG Weser. Krupp zieht sich aus dem Schiffbau zurück. Die haben ja nun alles versucht. Aber wenn du keine Lobby hast und keine Rückhalt von Politikern, dann kannst du dich noch so anstrengen. Dann wird das nichts. Das hat mich nicht weiter berührt, konnte ich nichts gegen machen. Ich habe noch den Stapellauf des letzten Schiffes mir mit angeguckt. Nichts wie jeder Stapellauf, wie jeder andere Stapellauf. Bloß, dass da vielleicht viele fremde Leute da waren, die geguckt haben. Oh, die Handschuhe sind immer noch platschnass. Was? Du warst auf der AG Weser. Also da war jeder gleich begeistert. Also da konnte man hingehen, wo man wollte, wenn die Rede auf AG Weser kam. Das, so habe ich das jedenfalls damals immer empfunden. Es sind auch ein paar Kollegen, ja, die schauen jetzt von oben runter. Damals schon. Der war arbeitslos immer. Ja, wie geht's weiter? So viele haben ja keine Arbeit gekriegt erstmal. Ungefähr 700 bis 800. Viel für die Asbestosenkrankheit. Und ich heute, das war der zweite, dritte Mark raus.